Hallöchen, da bin ich wieder. Heute erreichte mich Post von der lieben Birgit von Birgit-Dekowelt. Und zwar, ich hatte es ja eigentlich schon fast vergessen. Ich habe gedacht, es geht um den ATC-Tausch. Jein, geht es auch, aber es geht um den Livestream-Tausch. Und ich habe schon reingeguckt. Die liebe Birgit hat die ATC-Karten für den ATC-Tausch auch gleich reingepackt. Ist auch in Ordnung so, hatte ich auch gleich so gesagt. Allerdings muss ich sagen, mich macht ein bisschen traurig. Ich hatte die ATC-Karten an die Birgit schon längst verschickt. Die sollten schon lang da sein und ich hoffe, dass sie noch ankommen, liebe Birgit. Falls nicht, gib mir bitte Bescheid, dann gucke ich, dass ich dir was Neues fertig mache, dass ich dir dann neue ATC-Karten auf den Weg bringe. Dann werden es natürlich nicht mehr die sein können, die ja in dem Mäppchen drin waren, weil sie ja dann weg sind. Aber meine stille Hoffnung ist immer noch, sie kommen. So, und wir machen jetzt hier mal den ersten Blick. So, das ist der erste Blick ins Päckchen. Und wenn euch interessiert, was die Birgit mit da eingepackt hat, außer den ATC-Karten, dann bleibt dran. Hallo und herzlich willkommen bei Dies und Das. Lasst euch entführen in meine Ideen- und Gedankenwelt. Wenn ihr mich unterstützen möchtet, hinterlasst mir gerne ein Abo, ein Like und einen netten Kommentar. Ich danke euch für eure Unterstützung. Und nun viel Spaß! So, ich habe das Päckchen jetzt mal auf Seite gepackt, weil der Computer ist nämlich besetzt und deswegen ist das hier eine Perspektive, die sollten einige Zuschauer, die schon lange meinen Kanal schauen, noch kennen. Denn das hier ist die Dosenstativperspektive. Ja, ich habe mein Dosenstativ rausgekramt, damit ich dieses Video hier machen kann. Ja, war ja auch nicht immer nur schlecht, ne? Hatte seine Vor- und seine Nachteile. So. Einmal ist hier oben drauf Packpapier. Das hat die liebe Birgit bestempelt. Natürlich werde ich das verarbeiten, das weißt du ja. Das kann ich euch dann zum Schluss noch mal zeigen. Hier haben wir den ATC-Kartentausch unter Achtung. Das lege ich noch beiseite, die schauen wir uns dann zum Schluss an. Ich werde auch Probleme haben, wo tue ich denn jetzt das Video hin? Mal gucken, ne, welchen Titel soll es bekommen? So. Die Post ist hier und jetzt will ich euch mal was zeigen. Fantastisch, fantastisch, sag ich da nur. Ja, reingucken lassen, wartet mal doch. Aber da innen drin gibt es ja nichts zu sehen, außer ein paar liebe Zeilen von der Birgit. Das sind aber meine Zeilen. Und ja, liebe Birgit, deine Kleinigkeiten werden mir gefallen, weil es gar keine Kleinigkeiten sind. Die sind von Herzen und das ist natürlich super. So, auf die Karte zurückzukommen. Ich liebe sie. Ich finde sie atemberaubend schön. Ja, und ich weiß ja nicht, Birgit, ob du mein Debütbeitrag bei Aktiv Kreativ gesehen hast. Ich habe versucht, dir da ein bisschen nachzueifern. Dabei sind Kärtchen rumgekommen, die auch schön sind. Da hatte ich ATC-Karten mitgemacht, die sind auch schön, aber anders als deine. Deine finde ich ganz besonders bezaubernd. So, ne? Also ich habe diese Technik da auch ausprobiert und ja, wow. Und du hast das hier alles noch embossed. Mega schön. Ich habe Embossing-Pulver hier, ich habe einen Embossing-Föhn hier. Aber irgendwie, ja, nun gut, ne, man kann ja nicht alles machen. Ne? Irgendwann kram ich es nochmal vor, dann bastel ich mir meinen Embossing-Buddy, für den ich eigentlich auch alles zusammengekauft habe, habe es aber noch nie gemacht. Okay, so,
Und was ich richtig toll finde hier, dass du auf dieser Karte auch gedudelt hast. Ja, ich finde es richtig cool und ich habe auch, irgendwo habe ich doch auch gedudelt. Ich weiß gar nicht, ob es hier gerade liegt. Ne, es liegt hier natürlich nicht. Ich weiß auch gar nicht, wo ich es hingetan habe. Irgendwo habe ich auch gedudelt, aber ich kann es längst nicht so schön. Und jetzt sag nicht, du kannst das nicht. Du kannst das sehr schön. Das sieht nämlich hier aus, als wäre es ein gestitchter Rand. Mega schön. Ich finde es super, super schön. Vielen Dank. Allein schon die Karte, ne? Super. Ja, ein Grund mehr, ja, irgendwann so ein Kartenalbum zu machen. Ja, ich habe inzwischen so viele Karten, da sollte ich echt mal drüber nachdenken. Und ich sehe hier, wenn ich das Papier nach oben klappe, jede Menge tolle Sachen. Und ich weiß gar nicht, was ich zuerst nehmen soll. Ich sollte das mal hier oben irgendwie festklammern. Sekunde, Sekunde, Sekunde. Damit mir das Packpapier nicht ständig davor fällt. So, ich greife jetzt einfach rein. Und dann schauen wir uns das an. So, hier haben wir ein schönes Embellishment. Ein Tag ist ja ganz egal. Hier hinten hast du deinen Stempel drauf. Den, ich glaube, der war hier auch drauf, ne? Jawohl. Ja, der wird wahrscheinlich weichen müssen, weil ich vermutlich ja diesen schönen Tag hier in ein Journal einarbeiten werde. Ich freue mich schon richtig darauf. Ich habe so viele Sachen in der letzten Zeit bekommen, die ich echt gut in Journals einarbeiten kann. Ne? Mega schön. Ich stehe ja absolut drauf. Ne? Hier, Vintage und Spitze und hasse nicht gesehen. Der ist so schön. Auch hier mit der Wellpappe gearbeitet. Ja, das ist Birgit, ne? Birgit lebt Upcycling. Und das finde ich super. Doppelt super. Ja, dann nehme ich das nächste hier. Da haben wir so ein Tütchen. Das hast du schön hier mit dieser Elfe gestaltet. Und hier nochmal so eine Buchseite. Schön vintage-mäßig gestaltet. Das Ganze hast du noch distressed. Und natürlich auch ideal für ein Journal. Claro wird das in ein Journal eingearbeitet. Dann fische ich hier raus und ne, nicht verkanten hier. Und es ist einfach nur genial. Es ist einfach nur genial. Das sind alles Dinge, die ja in ein Journal gehören. Und da kommen sie natürlich auch hin. Guckt euch das mal an. Guckt euch das mal an. Ja, ich filme mit dem Handy. Jetzt kann ich euch das natürlich auch zeigen. Hier sind diese Blümchen aus alten Buchseiten gemacht. Ich weiß jetzt gerade nicht, ob du die selber gedreht hast oder ob das die von Nadine sind. Aber ist ja auch egal, ne? Es ist einfach nur traumhaft schön. Und hier guckt mal einfach nur, das ist so ein Ohrringhaken. Auf die Idee bin ich auch noch nicht gekommen. So ein Ohrringhaken hier oben eingehängt mit dem Kettchen. Ganz, ganz, ganz bezaubernd schön. Super. Und dann hier das Motiv. Das hast du noch mit Glossy bearbeitet, ne? Ja, cool. Sowas mache ich ja auch gerne. Ganz, ganz, ganz bezaubernd. Ich bin immer wieder überwältigt. Ja, wie andere halt so basteln. Ja, jeder hat so seinen eigenen Stil und ja, Birgit, bei dir würde ich auch sagen, man erkennt, das ist Birgit, ne? Genau. Was ich sehr, 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 sehr schön finde. So. Oh my goodness. Jetzt muss ich das, ich nehme das hier mal raus. Ich weiß gar nicht, oh, gehört das jetzt? Nee, das gehört hier nicht zusammen. Oh, da ist... Oh nein, ist die süß. Oh. Ist die aus Beton gegossen?
Guckt euch das mal an. Oh, die stelle ich mir hier hin. Die ist ja süß. Guck mal, wie die glotzt. Oh mein Gott, ist die niedlich. Jetzt muss ich die natürlich so hinstellen, dass der Kater da nirgends dran kommt. Nicht, dass er mir die runterschmeißt und dann ist er hin. Da, nee, dann würde ich weinen, ne? Ganz, ganz, ganz bezaubernd. Dankeschön. Und guckt euch das hier mal an. Ja, da bin ich auch noch nicht drauf gekommen, ne? Auf Stoff zu stempeln. Warum eigentlich nicht? Und hier ist so ein... Was ist denn das hier? So ein... Die haben Namen. Ich weiß das. Ich weiß, dass die diese Mädchen Namen haben. Naturgeister oder so. Irgendwie, ne? Aber auch hier, der Stoff, den hast du doch selber eingefärbt, oder? Der war doch nicht so. Ganz, ganz, ganz toll. Ja. Aus deinen Sachen kann ich ja schon ein Journal machen. Ein ganzes. So. Hier kommt mir ein Umschlag entgegen. Mit diesen Engelchen drauf. Und da gucken wir mal rein. Und heraus kommt eine schmucke LTC-Karte. So. Ich höre nochmal eben. Oh, aus dem Livestream. Das ist die, wo ich gesagt habe, die, ne? Dass ich die gern hätte. Nummer 1 von 3. Dieses Miniaturkunstwerk ist einzigartig in seiner Art. Es wird niemals ein gleiches geben. So ist es. So ist es. Ganz, ganz, ganz bezaubernd. Da auch wieder diese Technik angewandt. Und ich schicke Knuddelgrüße. Hey, Knuddelgrüße. Ja, ich verschicke ja auch immer gerne Knuddelgrüße. Allerdings nicht gestempelt, sondern so. Ganz, ganz, ganz schön. Und auch das hier, das ist doch... Sag mal, ich muss mal näher an die Kamera kommen. Das ist ja wie Lupeneffekt. Ja, genial. Das sieht so schön aus, ne? Und du schaffst halt immer so die Farben so stimmig hinzukriegen. Mega, mega toll. Dankeschön. Die gefällt mir so gut, ne? Dann... Ach Gott, wie niedlich. Guckt mal. Das ist eine Rocket Card, ne? Heute ist dein Tag. Ach Gott, guck mal. Ja, liebe Birgit, ich wünschte mir, heute wäre mein Tag, aber heute habe ich einen nicht ganz so tollen Tag. Allerdings hat mir dein Päckchen hier ja, den Abend versüßt. Ne? Wir haben schon abends und ich sage, ich mache das jetzt und ich habe da jetzt Lust drauf. Und ja, ganz, ganz, ganz süß. Ja, sowas muss man hinstellen, aber ich muss das echt so machen, dass es katzensicher ist. Das heißt, ich muss mir erstmal neue Regale holen, weil ich habe überhaupt keinen Platz mehr. Ich habe gar keinen Platz mehr. Und ich möchte ja nicht, dass hier irgendetwas kaputt geht, ne? Ich lege mal die Eule wieder ins Bild. Dann... Oh nein, guck mal. Hier ist eine Libelle abgegangen. Ist die hier abgegangen? Oh nein, ich weiß nicht, wo sie hingehört. Gehört sie vielleicht hier irgendwo hin? Ich weiß es nicht. Oh nein. Ich stecke die jetzt mal hier. Nee, kann ich gar nicht, ne? Wo ist sie denn abgegangen? Och Mann. Ja, ich friemel die dann irgendwo dran, ne? Oh nein. Aber ich friemel die irgendwo dran und dann sollte es wieder gut sein. So, hier fällt mir ein Tütchen entgegen mit so, ja,
ich sage mal Krampen dazu, ne? Aber das sind so, ja, Nieten sind das, ne? Kann ich das jetzt auffummeln? Ja, besser nicht, ne? Nachher fällt mir hier was runter. Brauche ich da spezielles Werkzeug für oder kann ich die so irgendwie dran fummeln? Das müsste ich jetzt mal wissen. Ich habe nämlich echt keine Ahnung, wie ich die dran fummeln könnte. Das würde mich echt interessieren. Die sind schön, ne? Mit dem roten, grün, blau. Ja. So. Dann. Ach, guck mal, ich habe auch eins bekommen von den Mini-Journals aus Toilettenpapierrollen. Und das fühlt sich ja an, ja, wie Leder, ne? So ein bisschen. Ah, und das ist der Verschluss, das ist so eine Sicherheitsnadel. Auch schlau. Aber komm, so. Die will nicht so. Upsa. Jetzt schmeiße ich euch gleich um. Jetzt guckt euch das mal an. Das ist ja hübsch. Das ist ja hübsch. Ach, guck mal. Hier sogar mit so kleinen Täschchen. Und da ist ja noch was drin. Täschchen aus. Oh. Aus Zierbordüren. Ja, mir fällt es nicht ein. Tut mir leid. Und da ist ein kleiner Knopf drin. Ganz, ganz toll. Und die Papiere, schön. Die sind alle selbst gefärbt, ne? Ja, sind sie. Ja, so schön. Und hier nochmal. Und hier sind gestanzte Knöpfe mit draufgeklebt. Toll. Und hier zart gestempelt. Die hast du ein bisschen gelayert. Nee, gar nicht. Ist gar nicht gelayert. Sah gelayert aus. Ist gar nicht. Guckt euch das mal an. Schön. Auch hier wieder so ein zarter Stempel. Oh, ganz, ganz süß. Und hier nochmal so ein Täschchen. Da ist wieder ein Knopf drin. Ich lasse die auch da drin. Weil ich das einfach schön finde. Oh, so schön. Ah, toll. Das ist doch viel zu schön, um da reinzuschreiben. Was soll man denn da reinschreiben? Oder ganz besondere Worte sollte man in sowas reinschreiben, ne? Also nichts für den Alltag, sondern irgendwas ganz Besonderes. Ich habe da schon so eine Idee. Kennt ihr sowas? So ein Wünschebuch, was man sich wünscht? Ne? Das könnte schon hinkommen, dass ich mir da meine Wünsche reinschreibe. Weil du hast es ja gemacht, damit man es benutzt, ne? Dann, ja, werde ich das auch benutzen. Ich werde es mir als Wünschebuch machen. Ganz toll, Dankeschön. So, dann haben wir hier so ein Tütchen, ein Umschlag, den hast du, ja, hast du den selbst gemacht oder hast du den nur selbst gefärbt und bestempelt? Wie auch immer, ist trotzdem, der sieht ganz, ganz toll aus und hier vorne mit dem Kraftpapier drauf und dann mit den Knöpfen, oh ja, das mag ich auch leiden, ne, sowas mache ich ja auch, ne? Und ja, den Stempel kenne ich doch. Das Stempelset kenne ich. Yay, das habe ich auch. So schön. Und wow, guckt euch das mal an. Was kommt denn da entgegen? Oh, wow. Nein, oh mein Gott, Birgit. Oh, du kriegst die Tür nicht zu. Wie toll ist das denn? Oh mein Gott, nein. Dankeschön. Oh.
Dankeschön. Oh mein Gott. Ach, ich habe immer alle beneidet. Oh, jetzt habe ich auch eins. So, wie toll ist das denn? Oh, damit hast du mir eine Riesenfreude gemacht. Dankeschön. Ach, ich bin so froh, dass ich gleich ausgepackt habe, ne, und nicht auf morgen verschoben. Da puppert direkt mein Herz jetzt wieder, ne? Oh, ist das schön. Oh, vielen, vielen, vielen Dank. Oh mein Gott. Du kriegst die Tür nicht zu. So, und dann schauen wir uns die richtig tollen Embellishments hier an. Oh, ich freue mich echt schon, ne, wenn ich wieder richtig loslegen kann, wenn die Hände wieder mitmachen, wo ich echt stundenlang basteln kann, weil dann ich muss mir unbedingt ein Journal machen. Unbedingt. Die sind so, so, so schön. Hier ist noch eins. Das ist flacher, das kann man sogar in ein Journal packen. Und das hier würde ich sagen, das passt nämlich außen. Und genauso wie das hier, das würde ich auch außen aufs Cover packen und das hier dann wahrscheinlich auf dem Buchrücken. Au ja, so mache ich das. Ich tue die Sachen nachher wieder in die Schachtel hier rein, na, damit ich weiß, dass es von der lieben Birgit. Und dann nehme ich die Sachen und arbeite sie da ein, bis auf die ATC-Karte natürlich. Die natürlich nicht, die wird nicht verarbeitet, sondern die kommt in mein Büchlein, ne? Und oh no! Guckt euch mal dieses Teilchen hier an. Die Holzscheibe in Eiform. Wie cool ist das denn? Ach, was toll. Ach, wie toll. Ja, das ist auch mal eine Idee. Das habe ich auch noch nicht gesehen. Ja, das lege ich dann weg und dann, ja, hänge ich das nächstes Jahr auf. Oder vielleicht hänge ich es auch so hier auf. Weil ich bin ja nicht so, ne, mit Ostern, Weihnachten und so, muss ja nicht mal speziell sein. Manche Sachen hängen, glaube ich, auch, manche Weihnachtssachen hängen hier sogar noch irgendwo rum. Ja, ich hänge meine Wohnung voll. Ich darf das. Das ist meine Wohnung. Und ich darf die vollhängen mit was ich möchte. Und wenn Weihnachten und Ostern auf einen Tag fallen bei mir, dann tun sie das, ne? Dann passt das Sprichwort wenigstens. Dankeschön. Das ist so niedlich. Dieses Häschen, ne? Einfach zuckersüß. Zuckersüß. Dankeschön. Ach, was hübsch. Ach, was hübsch. Jetzt ist hier noch so ein Ordner, so ein Schnellheft da drin. Ich hole den jetzt einfach hervor. Wir gucken da jetzt rein. Schaut mal. Schaut mal hier, ne? So. Und der Ordner alleine ist schon der Brüller, ne? Hier, sag mal, wo gibt es denn solche Ordner? Das ist ja Hammer. Ja, der ist ja toll. Ja, ich begeister mich hier gerade für einen Schnellhefter. So. Hier kommen mir Epoxy-Sticker in Alphabetform entgegen. Die sind ja auch toll. Ach, mal schöne kleine, ne? Dankeschön. Was so Epoxys, die haben ganz schön Gewicht, ne? Cool, danke schön. Ich lege das mal hier rüber in die Schachtel. So, dann haben wir hier Notenpapier. Ja, mega genial. Und alles schon von Haus aus angegibt. Oh, ganz toll. Ja, liebe Birgit, danke schön. Das ist nicht gerade wenig, ne? Dankeschön. Ich lege mal das Alphabet wieder hier zu. Oder nein, ich mache so. Ich mache gleich noch ein schönes Foto fürs Thumbnail. Und wow. Dankeschön. Und ich denke mal, dass ich aus diesen Dingen, bis natürlich die Rocket Card, die Eule
und diese ATC-Karte ein Journal mache. Deswegen packe ich das jetzt alles zurück in die Schachtel. Im Übrigen, wartet mal kurz, wird auch das Packpapier hier, das bestempelt wurde von der lieben Birgit, wird dann auch darin seinen Platz finden. So, also, das packe ich jetzt zurück. Die ATC-Karten zeige ich euch jetzt auch noch. Dann machen wir das in einem. Ich möchte euch die ATC-Karten nicht vorenthalten. Und mir auch nicht. So, in meine Karte lege ich jetzt erstmal die Zeilen, die ich von Birgit bekommen habe, rein. So. Das lege ich hier wieder hin. So. Ich nehme mal alles beiseite. Vorsichtig, ganz vorsichtig. Mache gleich noch mein Foto. Und dann schauen wir uns jetzt nämlich die ATC-Karten an. Ach, der ist auch toll. Ich glaube, den werde ich auch einarbeiten. So, die Rocket Card stelle ich einfach mal darüber und dann stecke ich die Libelle hier wieder rein. Ich wüsste, wo die hingehört, ne? Ich hätte sie sofort reingefummelt, aber ich weiß das ja nicht. So, und das Eulchen und das hier. Oh, ich lasse das mal hier liegen. Dankeschön. So, jetzt gucken wir uns das hier mal an. Das ist ein Goodie Bag und ich denke, ja, da sind die ATC-Karten drin. Jetzt muss ich aber erstmal gucken, wie komme ich das jetzt hier auf? So, also schön, so versetzt, auch tricky und toll. So, ich gucke mal eben. Ja, das gehört zu dem ATC-Tausch, das war ja klar. So, und jetzt gucken wir uns aber erstmal das Goodie-Bag-Täschchen hier an. Täschchen, Goodie-Bag ist doch schon das Täschchen. Und da hast du diese tollen kleinen Märkchen für gemacht. Und ja, super Idee, die einfach mit so einer, ja, mit so einer Sicherheitsnadel, jetzt komme ich wieder drauf, mit so einer Sicherheitsnadel hier oben zu befestigen. Das ist richtig toll und das sieht so schön aus. Und dann hier die Bling-Bling-Steinchen und hier die Knöpfe hast du mit einem Brett befestigt, ne? Mit so einem Herzbrett. Die Papiere sind toll ausgewählt. Das sieht super aus. Das sieht einfach super aus. Ich drehe es mal um. Hier hinten wieder dein Stempel. Und ganz toll. Ganz, ganz, ganz toll. Ne? Und hier innen drin schön ausgekleidet. Also wie ihr das immer alle macht, ne? Ich muss mir das jetzt hier mal genau angucken, damit ich es mir abgucken kann. Du hast einfach so ein Stück in Ziehharmonika gemacht, ne? Ja, das werde ich mir auf jeden Fall mal abgucken. Das gefällt mir richtig gut. So, und da drin befinden sich die ATCs. Und wow. Wow, 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 wow. Die lege ich mal hier rüber. Ne, schaut mal, wie geräumig so ein Mäppchen ist. Ne? Das ist richtig, richtig schön. So, das lege ich mal hier hin. So, und hier sind die ATCs. Einmal diese hier. Ich denke mal, sie wird Muffin heißen, Cappuccino. Espresso. Oh, lecker. So ein Stück Kuchen würde ich jetzt auch gern essen. Oder ein Donut. So. Nee, der Titel heißt Cupcake mit Coffee. Karte 1 von 3. Guckt mal, wie schön. Die Farben. Mega zusammengestellt, ne? Mega. Ja.
Und wenn ihr euch fragt, ob das wirklich so grün schimmert, ja, es schimmert so grün, weil es so sein soll. Grün ist mega. Ist die tollste Farbe, die ich kenne. Na, ich mag alle Farben, aber grün ist nun mal meine absolute Lieblingsfarbe. Ne? Ganz, ganz toll. Und was sind das? Sind das Nuvus? Nuvo Drops? Die? Ja, ne? Auf jeden Fall mega schön. Mega, mega, mega schön. Oh my goodness. Und guckt euch die hier mal an. Oh my goodness. Ist das ein von dem Set von der Luise? Dieser Papagei hier? Auf jeden Fall mega schön. Guckt euch mal das Papier an, wie schön das bestempelt ist. Und es ist so eine alte Buchseite darunter und es ist. Ja. Das ist richtig. Sehe ich das richtig hier? Moment mal. Jawohl. Ich wusste doch. Die ist altdeutsch. Und ich finde, altdeutsch war richtig, richtig toll. Und ich kann es teilweise sogar lesen. Oh, ganz, ganz toll, ne? Und die Karte heißt Tag Challenge Luise Heinzel. Jawohl, Karte 4 von 4. Ganz toll. Guck mal, jetzt sehe ich auch wenigstens mal das Papier, den Digiprint von Luise so live, ne? Und es wirkt online schon immer richtig toll, aber live wirkt es halt, ja, nochmal schöner. Super schön. Dankeschön. Die nächste ATC-Karte schaut so aus. Auch super toll wieder. Alles hier Vintage und ach, oh, I love it. Auch hier mit der Häkelbordüre gearbeitet. Bordüre, warum bin ich vorhin nicht drauf gekommen? Oder habe ich es gesagt? Dann hier aus Papier diese Sicherheitsnadel. Und dann hier einfach so ein Stück nochmal aus dem Büchlein daneben mit der altdeutschen Schrift. Ganz, ganz, ganz bezaubernd. Und dann hier diese kleinen Teilchen mit draufgeklebt und dann nochmal Nuvus. Ganz toll. Der Stempel hier mit der Kleiderpuppe, der ist auch toll, ne? Und die Karte nennt sich Vintage-Schneiderei. Karte 1 von 3. Oh, sind noch ganz frisch, ne? Hier. Von März. Ganz, ganz, ganz toll. Dankeschön. Ich muss mal hier nochmal gucken. Auch, genau, auch von März war ja erst die auch. Und dann bin ich jetzt mal gespannt bei der nächsten. Und ja, wieder bezaubernd. Und der Stempel, der ist ja saugut. Das ist ja mega Stempel. Saugut. Mit den Schweineohren, der Schweinenase. So gut. Richtig mega. So toll gemacht. Hier hast du Halbperlen verwendet, dann die Knöpfe mit dem Bändchen da, zack, zack. Das kenne ich auch. Und dann hier, ja, mit Wellpappe arbeite ich auch gerne, habe ich festgestellt. Junior, du gehst nicht in diesen Karton. Ich möchte keine Katze auf diesen Sachen haben, okay? Dankeschön für dein Verständnis. Und dann einfach so eine kleine Klammer. Ja, ich habe ja jetzt auch ganz viele kleine Klammern. Und ich wäre gar nicht auf die Idee gekommen, die so einzusetzen. Jetzt habe ich natürlich wieder etwas, was ich bei dir abgucken kann, ne, liebe Birgit? So. Und diese Karte nennt sich Saugurt. Karte 1 von 3. Oh, mega toll. Mega. Saugurt. Ich glaube, Saugurt wird demnächst in meinen täglichen Sprachgebrauch mit einfließen. Wenn einer was sagt, was ich gut finde, dann sage ich so gut. Du gehst jetzt weg, Junior. Tschüss. So, der Kater ärgert mich jetzt. Ist ein Zeichen, nämlich ein Zeichen, dass ich hier zum Ende kommen sollte. Liebe Birgit, die ATC-Karten gefallen mir so gut. Und
Ich danke dir von ganzem, ganzem, ganzem Herzen. Und das schlägt hier echt alles noch. Das, ja, boah, mega geil. Also das wirst du jetzt in ganz vielen Videos wahrscheinlich sehen, weil ich muss ja hinlegen. Ich muss ja zeigen, dass ich jetzt auch so eins habe. So ultra schön. Dankeschön. Boah. Ich kriege mich gar nicht mehr ein. Da muss ich ja gleich erstmal dem Sven zeigen. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Auch wenn es ein bisschen lahm anfing. Aber ne, du hast meine Pumpe dazu gebracht, mal schön Adrenalin auszupumpen. Und ja, wie gesagt, ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Und ich hoffe, allen anderen hat das Video gefallen. Und dann sage ich mal, bis zu meinem nächsten, was immer ich auch mache. Tschüss, es war saugut mit euch.